Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking god, fucking dinosaurs, holy shit, what the fuck? So, einen wunderschönen guten Abend, Dino-Liebe. Wie geht es euch? Ja, heute mal ganz elegant mit Hut. Mein Cappy ist nämlich in der Wäsche. Und außerdem ist das heute wieder viel zu heiß. Viel zu heiß. Es ist so brütend heiß heute gewesen. Unerträglich. Unerträglich, Leute. Oh. Das habe ich auf meiner Soundbox auch gerade gehört. Das ist geil, das Lied, ne? Das ist irgendwie... Ich find's cool, auf jeden Fall geil. Original Jurassic Park Mucke darf ich nicht machen, weil sonst das Video auf stumm geschaltet wird. Schade, ich hätte gern den Soundtrack von Jurassic Park laufen lassen, aber die GEMA möchte das nicht. Und da ich das Ganze immer auf YouTube hochlade, ist es doof, wenn das Video stumm ist. Hallo Anchi, grüß dich, hallo. Oh, Stream lädt nicht richtig. F5, drück F5. So Leute, seid ihr motiviert? Seid ihr motiviert? Heute zeigen wir es den Fleischfressern, oder? Das geht richtig ab heute. Also ich habe natürlich nicht vorgespielt, ich habe absolut keine Zeit gehabt. Also bin ich noch Galimimus an unserer berühmten Stelle. Und jetzt läuft's. Gut, schön. Und ich hoffe, wir werden heute ein bisschen länger überleben. Was passt schon. Als Galli kann man ja schnell wegrennen. Ja, es gab auch schon wieder ein paar Patches, wie ich gerade gesehen habe. Also Leute, die Minimum-Sachen hier nicht erfüllen von dem Spiel, ich glaube, die können gar nicht mehr spielen, ne? Ich glaube, da geht das gar nicht mehr. Sag mal Universal, die haben, glaube ich, nichts dagegen. So halt die... Ja, das ist nur, wenn ich ein, ich glaube, ein amerikanischer auf... American YouTube wäre, dann wäre das kein Problem. Aber ich darf es nicht. Und das wäre echt zu schade. Obwohl ich so die ganze Zeit, die ganze Jurassic Park Mucke gerne im Hintergrund dudeln lassen würde. Das wäre Stimmung, aber nein. Auf Twitch wäre es auch, aber Twitch wird das dann auch den Ton einfach entfernen. Und da sich zu viele Leute das Ganze noch angucken, immer wieder danach, die es nicht schaffen im Stream, lasse ich das Ganze ohne Musik. Was ist bei dem neuen Patch? Ja, die haben Texturen und viele Sachen wieder optimiert und so. Also das meiste war Bugfixes, glaube ich. Also kein neuer Dino oder so. Irgendwelche Shader haben sie optimiert und bla 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 bla. Und man muss jetzt die Minimum-Systemanforderungen erfüllen, sonst kann man nicht mehr spielen. GEMA-Liebe, genau. Nein, niemals. Hallo Simona. Zeig doch mal bitte die Einstellung. Welche Einstellung von meinem Spiel? Ich starte erstmal das Game. Ach, mein Donation Goal ist auch schon wieder raus. Ach, das haut hier alles nicht hin. Am wenigsten haut der Chat vernünftig hin. So, ich starte mal das Game direkt. Zack. Ich glaube, die haben die Fußspuren wieder rausgenommen. Mal gucken. So, ich will mal gucken, was jetzt gleich alles mitgeladen wird. Ob das jetzt wieder hinhaut mit meinen OBS-Einstellungen oder nicht. Einen Moment. So, Goal ist drin. Oben schon wieder die falsche Schriftart drin. Es ist zum Kotzen. Okay, nehme ich das mal raus. Nehme ich das wieder rein. Chat funktioniert. Goal funktioniert auch. Bam. Perfekt. So, jetzt haut's hin. Okay, es geht direkt los. Dann können wir weiter schladdern hier. Nimmer packt. Habe ich 20 Euro Umsatz verballert. Schon mies. Ja, kann man sehen, wie man will. Wenn das die ganze Zeit ruckelt, ist auch kacke. Ich weiß ja, ich kenne die Minimum-Systemanforderungen von dem Spiel nicht. Grafik und so. Du willst meine Einstellungen sehen. Ich habe das nicht auf Ultra, das Spiel. Ich kann dir das mal hier zeigen. Also hier sind ein paar Sachen, die man ruhig auf Low, die Effekte, die kann man auf Low machen. Da hat man kaum Unterschied. Shadows habe ich auch nur auf High. Auf Epic ist natürlich geiler, aber was ist das hier eigentlich? Was ist das hier? Das ist neu. Texturen Epic. Was ist das? Das kenne ich nicht. Das ist neu. Und es steht auf Epic. Mal gucken, was das sein kann. Ne? Wir probieren das im Spiel direkt mal aus. So. Genau. Fast nur Kanis auf dem Server. Ja, gut. Schaffen wir. So, Jurassic World, Proc EU. Zack. Und ab dafür. Wurde heute zweimal gekillt vom OP-Rex. Ja, der Rex ist immer noch zu kräftig. Der ist immer noch einfach zu stark. Das ist klar. Die Blätter und so. Es sieht noch gut aus. Also es läuft noch gut. Scrapix, grüße ich, hallo. Ist der Sandbox-Modus tot? Der kommt wieder. Wenn das mit Progression richtig funktioniert, kommt Sandbox wieder. Alter, ist das flüssig? Das ist flüssig, das Spiel. Also Performance hat sich... Da haben die einiges... Wer ist das? Da ist doch schon einer. Guck mal, ein Pachi. Also da hat sich einiges getan, bin ich der Meinung. Das Wasser sieht auch besser aus. Iss ihn! Iss den Baum. Blätter und so. Aber wo gibt's da keine Blätter? Oder meint ihr die am Busch? Am Busch. So, jetzt ruckelt das gerade ein bisschen. Okay. Kommen hier die ganzen Leute rein wahrscheinlich. Da ist noch einer. Hey, hallo. So, ich lade mal die Leute ein, die schon drin sind. Gab es ein Update? Ja, es gab ein paar Updates. An welchen Koordinaten seid ihr? Das verrate ich nicht. Wir sind am kleinen See. Wir müssen ja aufpassen hier, ne? Wir haben ja unseren Stream-Sniper wahrscheinlich auch wieder dabei. Aber ich sag dir das ruhig. Minus 31 und... ne, Quatsch. Falsch. Plus 100, plus 250 sind wir. Ist jetzt auch egal. Wenn er kommt, dann kommt er. So, Chris ist da. Zack. Metro ist da. Wer ist noch alles da? Simona ist noch gar nicht drin. Das ist Chris auf jeden Fall. Metro haben wir auch schon hier. Perfekt. Simona müsste auch gleich reinkommen. Der war kacke. Ja, der kommt immer wieder. Aber ist egal. Ja, das ist gut, Alpha. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Wir warten sowieso ab, wenn es hell wird. 18 Punkte habe ich schon. Wann kommt die nächste Sache? 30 noch, ne? Dann kann ich den Pachi nehmen. Aber wir wollten ja Richtung Ankylo, also muss ich den Pachi sogar nehmen. Okay. Ich will ja diesmal Richtung Ankylo schaffen. Ich finde es als Galli so schön, ne? Und wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt warte? Wenn ich jetzt 60 Punkte mir erarbeite, mir für 30 Punkte den Pachi kaufe und dann gleich nochmal... Habe ich denn 30 Punkte noch über oder sind die 30 Punkte dann auch weg? Wenn ich jetzt die ganze Zeit... Sagen wir mal, ich erwirtschafte mir jetzt hier 120 Punkte, weil ich mit dem Galli einfach besser weglaufen kann. Kann ich mir die denn hintereinander kaufen oder sind die Punkte alle weg? Das würde mich mal interessieren. Simona ist der Riesentutan. Ist sie jetzt schon drin? Klingt falsch. Hä? Achso. Falsche Taste hier. Weil sonst würde ich einfach Punkte farmen jetzt und mit dem Galli spielen, weil da kann ich wenigstens abplauen. Genau, Deutsch ist auch wieder sehr geil. Haben die hier Bäume weggenommen? Irgendwie ist das... Irgendwie klappt das Fressen auch nicht, ne? Was ist der Unterschied zwischen Sandbox ist, da kannst du jeden Dino freispielen, wie du willst. Das ist Sandbox. Da kannst du gleich von Anfang an den Dino wählen, den du haben willst. Du brauchst keine Punkte dafür. Haben die hier Bäume weggenommen? Ich hab die schon alle weggefressen hier. Hier sind gar keine Bäume mehr. Was ist los? Ich will nur ein bisschen naschen. Also habt ihr da eine Antwort jetzt mit den Punkten? Das würde mich echt mal interessieren. Das wäre überlebenswichtig. Da. Zack. Den nehmen wir auch noch mit hier. Dup, 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 dup. Mich gibt es zu Thanksgiving, genau. Wo kommst du jetzt rein, Simona? Wir warten. Müsstest ja auch hier vorne sein, oder? Guck mal, da ist noch einer drin. Den habe ich doch auch schon gesehen hier. Zack. Kriegt auch gleich eine Einladung. Soweit ich weiß, verschwinden die leider. Ja, das ist natürlich scheiße denn, ne? Es wäre doch geil, wenn man sich jetzt als Galli jetzt die Punkte erarbeiten kann, sagen wir mal 200 Punkte, und dann sich die Dinos nach und nach kaufen könnte. Ist doch scheiße. Da habe ich keine Ahnung. Achso, du bist... Ach, der Name. Der Co... Ah, alles klar. Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. Paxo, grüß dich. Hallo. Donnerstag, Leute. Morgen ist Wochenende. Fast. Nicht das schön, nicht das schön, nicht das schön. So, wer kommt jetzt hier alles her? Aber kein Stress hier. Jetzt gibt's... Ach, hier ist schon wieder die... Guck mal, er kann das gar nicht richtig hier. Chris kann das nicht richtig. Was habe ich denn für einen Wenderadius hier schon wieder? Musst du ordentlich machen hier. Ja. Ja, Double Pack. Oh. Ja. Und nicht vergessen, Leute. Ich sehe euch. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Oh, ba, 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 ba. Sagiwi, grüß dich. Hallo. Oh, komischer Name. Schwer auszusprechen. Sagiwi. Ist das okay? Was hast du gemacht hier? Caps. Keine Caps. Ja, ich muss den entschärfen unbedingt. Denn ich war früher aus Arma 3 raus und habe mich von Ranzratte verabschiedet. Du kennst Ranzratte? Cool. Das geht mit dem Vieh leider nicht. Ah. Er kann sich nicht vermehren. So, jetzt wird's gleich hell, Leute. Das ist gut. Paco, Dino-Liebe. Wieso der Modus raus ist bei dem Lauf? Ich gucke immer deine Witz. Ah, alles klar. Kommst von YouTube. Ja, der Modus kommt ja wieder. Ich fand's auch kacke, weil das Problem ist, wenn jetzt der Spinosaurus und so rauskommt, kann ich den nicht vorstellen. Ich kann ihn nicht vorstellen. Ich kann so lange nicht zocken, bis ich den... Ich habe ja die Dinos immer alle vorgestellt. Und ohne Sandbox ist es scheiße. Kannst die Dinos nicht mehr vorstellen, weil ich glaube, der braucht nachher 180 Punkte oder so. Ah, die haben echt die Grafik verbessert, ne? Guckt euch mal das Wasser an. Es sieht echt geil aus, muss ich sagen. Top, top. Ich probiere das jetzt mal aus. Moment. Oh, das sieht echt hübsch aus. Wir gucken jetzt mal, was das jetzt hier auf sich hat mit diesen... Ich probiere mal was. Ich mache das hier mal einfach auf Low. Ah. Okay. Cool. Achso, ich habe gedacht, jetzt macht er das wirklich weg. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man sich hier irgendwo versteckt? Ah, jetzt kann man das echt hier anpassen, okay. Und die spielen auf Low, dann hat man hier teilweise Büsche nicht und das ist doch unfair, oder was? Dann hat man doch einige Büsche nicht. Dann sieht man doch die Leute leichter. Ich denke mal, etliche werden so spielen auf Low, ne? Oh, das finde ich bescheuert. Sieht das auf High aus? Sehe ich jetzt nicht so einen Unterschied. Wir spielen auf Epic. So, was? Moment. Oh, jetzt ist es alles ein bisschen buschiger, aber jetzt... Achso, jetzt haben wir Bodenbewachsung hier noch. Es sieht hübscher aus einfach. Wir spielen gut. Ich lade dich in die Gruppe ein, natürlich. Da haben wir dich. Zack. So, wollen wir uns erstmal hier wieder alle sammeln, weil umso größer wir sind, umso besser ist das natürlich auch für uns. Aber ich muss essen. I must eat something. So. Na, iss. Ah, es geht. Es könnte auf jeden Fall noch ein bisschen optimierter werden. Also ich würde bald sagen, ich würde das auf High spielen. Weil einen großen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Wenn es ein paar FPS mehr bringt. Guck mal, da kommt schon der nächste. Wir sind schon wieder eine große Gruppe, Leute. Das ist geil. Eine T-Rex jagende Galliherde. Genau, genau. In Jurassic Park hier. Fußspuren sind auch noch drin. Aber ich wette, das Wasser ist immer noch nicht schwimmfähig, oder? Nee. Aber im Wasser hat man Lags. Ah, okay, das hatten die auch, glaube ich, geschrieben. Dass es da noch etliche Bugs gibt. So ein bisschen. Ein paar Bugs. Du kommst schon mal on, das ist gut. Wir warten hier auf dich. Ah! Wurde mal wieder Zeit. Einfach weil du klasse bist und ich dich so gern hab, kleiner als 3. Anschi lässt den die Loffo fauchen. Danke, vielen Dank, Anschi. Das habe ich mich auch leicht erschrocken, nur. Ah, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Treibt mir mal gleich die Schamesröte ins Gesicht hier. Oh Mann. Jetzt wäre ich ganz schwitzig hier gerade. So, wer kommt jetzt hier noch alles? Wer ist jetzt... Wir sind schon wieder eine große Gruppe hier, ne? Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind wir jetzt. Ja, mit mir 6. 6 Mann sind wir. Simona kommt auch rein. Das heißt, wir sind dann schon wieder 7 Leute. 7 Leute, Leute. Ein paar mehr wären cool. So 10 oder so. 10 wäre schon episch. Du kommst auch noch, dann sind wir schon 8 Leute. Also da können wir schon hier dominieren, den Server. Das finde ich schon ganz geil. Ich bin gespannt, wann der Server das erste Mal ausgeht. Wieder abkackt. Hui. Können wir überhaupt springen? Ja. Achso, und den Fallschaden haben sie jetzt auch runtergedreht. Weit runtergedreht. Ja, also nicht mehr 2 Meter runterfallen und tot, sondern die haben das wohl... richtig weit runtergepackt. Oh, guck mal, die Bäume wachsen nach. Guck mal, hier ist ein kleiner Baum. Kann ich gar nicht essen. Das war der Plan, ja. Kleiner als 3, genau. Das ist schön. Hast du mal einen Jurassic Park Film gesehen und ist das... Was? Filling wie in den Filmen? Hab alle, na klar, mit Jurassic Park bin ich aufgewachsen. Das sind... ja. Ja, ich mir letztes Mal erst, ich glaube vor 2 Wochen, habe ich mir alle 3 Teile reingezogen. Natürlich sehr geil. Jurassic Park ist Kult. Scrapix, hallo. Achso, ich habe... Verzeihung, es ist warm. Es ist warm. Der Hut schnürt mir so die Blutzufuhr zum Gehirn ab, glaube ich. Ich habe dich ja schon gesehen. Dann müssen wir alle nur in der Herde richtig gehorchen, sonst klappt es mit dem Gleichschritt nicht. Ja, mal gucken. So. Da haben wir den nächsten. Ich lade ihn einfach mal ein. Dann haben wir schon 9. Geil. Es fehlt immer noch Simona. Dein Stream lädt andauernd. Das ist schade. Hast du R5 mal gedruckt, den Browser neu gestartet oder so? Wie gesagt, ich streame mit einer hohen Bitrate, damit die Qualität gut ist. Also wenn du eine 5000er Leitung oder sowas hast, irgendwas drunter, dann kannst du den Stream hier vergessen. Dann kannst du ihn leider nicht gucken. Weil ich leider kein Twitch-Partner bin und man bei mir quasi die Qualität nicht einstellen kann. Das kann man erst, wenn man Partner ist oder wenn man mehr Viewer hat, über Tag verteilt. Ach, irgendwas, irgendwie geht das schon. So, ein hübscher Skin hier. Leoparden-Style. Lass nicht die ganzen Bäume weg hier. Guck mal, wir werden immer größer. Wir werden immer größer. Das ist geil. Genau, fress die Bäume mal weg, dann ist die Performance besser. Wer es nicht hat, hat noch nicht gelebt. Ist einfach Tatsache. Ja, Jurassic Park auf jeden Fall. Der erste Film war ja 93. 93. Boah, ist das lange her. Da war ich 9. 9 Jahre alt. Da durfte ich ihn nicht gucken. Ich wollte mit meiner Mutter ins Kino gehen, also ich habe sie dazu, und dann haben ihre Arbeitskolleginnen ihr erzählt, da werden Kinder gefressen, was ja gar nicht stimmt. Und dann durfte ich den Film nicht gucken. Scheiße. Ich meine, für einen Neunjährigen, glaube ich, wäre es schon heftig gewesen. Wo er nachher auf VHS kam, ja, eine Videokassette, Leute, eine Videokassette, VHS. Ich glaube, der kam 2 Jahre später auf VHS. Das hat ja immer so 2 Jahre gedauert, 1 Jahr bis 2 Jahre, bis der auf Videokassette kam. Ne, so Internet und KinoX.to, das gab's ja alles nicht. Dann habe ich den auf Video gucken dürfen. Und da wurde, ja, so brutal war der gar nicht. Außer die Szene auf Klo jetzt, aber die war episch, die war cool. Schicker Hut. Ja, heute wollte ich mal ein bisschen eleganter machen. Das Cappy ist in der Wäsche. Ich trage gerne Hüte. Hab da auch ganz viele von. Ein Strohhut noch und ach, so ein paar andere Dinger noch. Dann natürlich den Lederhut. Für gewisse Anlässe. Findest du den Jurassic Yep? Was? Was ist das? Ich habe alle 4 gesehen. Achso, ja, Jurassic World. Nee, Quatsch. Jurassic World, ne? Gab's ja auch noch, aber... Da war mir zu viel CGI, der war mir zu doll. Man hat zu sehr gesehen, dass die Dinos animiert sind. Das macht es dann irgendwie nicht so schön. So, ich muss mal nebenbei ein bisschen gucken. Für alle, die die Koordinaten noch brauchen. Ja, bist du jetzt schon hier, Simona? Du bist doch noch gar nicht drin hier, ne? Ich will dich einladen. Wir wollen uns jetzt hier alle erstmal sammeln. Damit wir eine große Herde sind. Wird auch schon wieder dunkel. Der Berg sieht auch geil aus. Boah. Es macht sich langsam. Es macht sich langsam. Nein, das... Ach, sie updatet noch. Okay, habe ich nicht gesehen. Captain Marcel. Das richtig ausgesprochen. Du bist auch neu, oder? Habe ich auch noch nicht gesehen hier. Wie ist die Atmosphäre in dem Game so? Hier jetzt bei VI eigentlich cool. Wenn du eine schöne große Gruppe hast, mit der du spielen kannst, macht Spaß. Du hast eine riesige Map. Also die... Was? Hi Medin, kann dich leider die nächste Zeit nicht mehr so oft sehen. Aber genieße es dafür heute Abend. Bleib so wie du bist. Kleiner als 3 und deine Community auch. Oh. Kleiner als 3. Vielen Dank, vielen Dank. Ach Mensch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh, das ist toll. Kleiner als 3 ist mir geil. Grinsig wieder wie ein Honigkuchenpferd hier. Ah. Simona hat dich hergezogen. Das ist schön. Dann willkommen. Willkommen hier. Also wie gesagt, das Spiel ist eigentlich, ich muss essen, fällt mir auf. Das Spiel ist eigentlich sehr chillig. Es gibt auch Momente, die man hier verflucht, aber ansonsten ist es ganz cool. Es kann auch sehr, sehr, sehr frustrierend sein, das Spiel. Oh Gott, wer ist das? Ist das Simona? Ach, Simona ist da, guck mal, zack. Ich höre doch schon irgend so ein Vieh hier andackeln. General ist auch wieder da. Der Platz ist echt gechillt. Ja, ich habe noch so einen Platz gefunden, Leute. Ich habe noch einen gefunden. Der ist auch in der Nähe irgendwo. Es gibt tatsächlich noch so einen Platz. Der ist nicht allzu bekannt. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ich überlege nur gerade, ob wir nicht lieber im Hellen losrennen nachher. Die haben den Tag-Nacht-Rhythmus ein bisschen angepasst, oder? Eigentlich nicht. Das Spiel, wie gesagt, macht schon Spaß. Wenn der Sandbox-Modus nachher wieder drin ist, ist es cool. So ist es natürlich schwieriger, aber auch spannender. Du überlebst nur, wenn du eine große Gruppe hast. Also ist wirklich, ohne Scheiß. Wer ist dein Lieblingsdino im VR? Ah, schwierig. Der Rex natürlich, ne? Aber der ist ziemlich OP. Der Utah Raptor, den finde ich auch ganz geil. Die warten natürlich alle auf den Spino und auf die Legende, den Quetzal. Die Legende. Ich denke mal, die ganzen, wenn es nachher hier die Quetzal geben wird, werden die in den bergigen Regionen nisten oder so, ne? Ich denke mal, die werden sich da dann alle aufhalten, die Quetzal. Und ab und zu mal zum Jagen runter... Oh, das wird so geil, Leute, das wird so geil. Warum sind die noch nicht drin? Warum sind die noch nicht drin? Ich verstehe es nicht. Er kann fliegen, er kann landen, er kann alles. Warum haut man den nicht endlich frei? Der braucht wahrscheinlich 5000 Progression Points, wenn man den springt. Na super, ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Achso, auf dich warten wir auch noch, stimmt. Dann komm mal her. Wir, wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal nochmal hier kurz am See. Und, Alter, ist das Vieh groß! Guck dir das an! Boah! Der gibt, jetzt mal ohne Scheiß, der sieht doch aus wie so ein Vieh aus Resident Evil, oder? Der erinnert mich an so ein Vieh aus Resident Evil mit den Krallen da. Der gibt dir doch einen Hieb und dann müsste ich doch gleich einen Kopf kürzer sein. Boah. Zeig doch mal die Menschen, die gibt's noch nicht. Die sind noch nicht drin, die kommen jetzt aber. Oh, jetzt wird's gerade richtig dunkel. Die Menschen kommen jetzt im September wohl rein. Kann man die... Achso. Nee, die kann man leider noch nicht spielen. Aber die kommen rein, die kommen rein, die kommen rein. Zahlst Geld zum Fliegen. Ja, wahrscheinlich. Pro Flug brauchst du 10 Progression Points. Wenn du dann keine mehr hast, dann stürzt du ab. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Wenn man den Quetzal... Ich schätze den Quetzal auf 120 Punkte. 120 ungefähr. Jetzt überlegt euch mal. Ihr habt euch das Vieh gerade freigeschaltet. Fliegt. Wollt landen und seid tot. Alter. Ja, genauso wie ich mit dem Pachy, ne? Gehe den Berg runter. Der Pachy springt von alleine 1 Meter hoch und tot. Ich denk so. Was? Scheiße. Wegen den Bugs, der crasht vermutlich Server. Es gibt noch keinen Progression Tree. Ah, so. Die bekommt man in dem Game Punkte automatisch. Du bekommst pro Minute bekommst du einen Punkt. Ich habe jetzt schon wieder 37. So Leute, ich werde jetzt evoluieren schnell. Und zwar werde ich jetzt zum Pachy. Ihr müsst hier am See warten. Ich komme hin. Ich komme hin gleich wieder. Wartet bitte am See. Du hast keine Punkte mehr, stürzt ab. Jetzt mit PayPal Punkte kaufen, ja. Also wenn das mal jemals Pay to Win wird hier das Spiel, dass man sich Progression Points kaufen kann mit Geld, dann spiele ich es nicht mehr. Also dann spiele ich Saurian komplett durch, nur noch. Dann ist es für mich gestorben. Sobald man hier bezahlen muss für Punkte, ist das Spiel für mich erledigt. Noch 60 Punkte. Ah. Muss ich jetzt... Welche Richtung soll ich gehen? Soll ich wirklich Ankylo versuchen, Leute? Soll ich Ankylo machen? Wollen wir alles Stego machen und... Nein, ich glaube, wir müssen eine gemischte Gruppe. Wir müssen eine gemischte Gruppe bleiben. So, welchen nehme ich jetzt hier? Welchen nehme ich jetzt? Ankylo brauche ich den Pachy für. Da brauche ich auch den Pachy. Also ich kann so einiges mit dem Stego bräuchte ich den. Ach, mache ich jetzt Triceratops oder gehe ich Ankylo? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hierfür brauche ich 60 Punkte. Für den Diabloceratops. Was, Leute, entscheidet mal. Soll ich Ankylo machen oder Triceratops? Ach, hier Ankylo wäre echt cool. Ist nur sehr langsam. Ja, aber wir haben eine mächtige Waffe dann, ne? Triceratops, ja. Aber Triceratops muss ich noch ein bisschen sparen für. Ich muss nämlich den Diablo als Vor-Dino haben. Haut mal ordentlich rein jetzt in den Chat, bitte. Ich muss das jetzt entscheiden. Anki bricht Knochen. Ja, ist auch gut, ne? Wir müssen alle unterschiedliche Dinos sein. Wir brauchen irgendwas Starkes, so als Tank. Dafür bricht er gut die Beine der Fleischfresser. Ja, ich mache Ankylo. Ich mache Ankylo. Ich gehe jetzt auf den Pachy und als nächstes nehmen wir uns dann den Ankylo. So, bitte wartet am Wasser auf mich. Bin ich eigentlich noch in der Gruppe drin? Ich bin noch drin. So, jetzt muss ich gucken, dass ich jetzt... Oh Gott, Leute. Ich muss jetzt erstmal wieder hinkommen. Nein, ich höre schon was. Bin auf jeden Fall weit weg. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht drauf hier. Jetzt... Ich höre sie schon, ich höre sie schon, ich höre sie schon. Also die Feinde. Ich komm hin, Leute. Das Update will nicht laden. Das ist merkwürdig. Oh, ich bin ja am anderen Ende der Welt. Ich muss einmal über die Karte laufen. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird lustig. Einmal über die Karte. Aber das schaffen wir schon. Mit denen du denken kannst, liebst du Dinos? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Aber wenn das Update nicht laden will, vielleicht mal Steam einfach neu starten. Klappt manchmal. So, ich muss aufgucken. Ich muss aufgucken. Alter, was ist los? Ich muss aufpassen, dass uns hier keiner folgt irgendwie. Genau, Dino-Liebe. Ich hoffe, ich komme an. Ich hoffe, ich komme an. Ey. Das ist jetzt halt die Gefahr, ne? Wenn man alleine unterwegs ist, ist man natürlich Beute hier. Damit muss man immer rechnen. Deshalb eigentlich im Schutz der Nacht loszurennen, ist eigentlich ganz cool. Wenn man so alleine unterwegs ist. So. Flamongo, grüß dich, hallo. Gibt es im Spiel einen Gruppenchat? Ja, den gibt es. Aber das ist mir immer zu kompliziert. Ich muss in die Richtung. Jo, und danke für dein Follow. Willkommen nochmal. So, ich habe jetzt natürlich wirklich die A-Karte hier, dass ich quer über die Karte rennen muss. Aber so ist das Leben. Ich habe gerade echt ein bisschen Bedenken. Ich muss nämlich noch mehr in die Richtung. Ich denke mal noch so 10 Minuten, 5 Minuten bin ich da. Gib mir noch die Stamina aus, so eine Scheiße. Der Pachi ist leider sehr langsam. Ja, der ist sehr langsam. Ich, wie gesagt, bleibt bitte an diesem kleinen Tümpel. Ich komme hin. Captain Marcel, danke für dein Follow, willkommen. Kann man die Koordinaten durchgehen? Ja, das kann man zum Beispiel machen. Die meisten von euch wissen ja, kennen ja jetzt das kleine... Nee, kann man nicht durchgeben, ist auch nicht sicher. Weil das unten ja, ich streame ja. Und auch dir, danke für dein Follow. Die können den Gruppenchat ja im Stream sehen, Leute. Den geht die Stamina schnell aus, ja Leute. Ich gehe jetzt mal kurz mich aufladen. Okay, I'm on my way, I'm on my way. So lange dauert es nicht mehr. Ist der Terenzino so langsam? Echt? Nö, der Balken hat sich doch gefüllt da oben. Wie viel Watt steht da jetzt? 75. 175, ne? Vorhin waren es 155. Er füllt sich. Also bei mir hat er aktualisiert. Müsste bei dir auch. Nevergroll, danke für dein Follow. Willkommen. Also der füllt sich eigentlich live. Major Knochen, hallo. Boing. Muss meine Herde erreichen hier. Wie viele sind wir jetzt eigentlich in der Herde? Sind wir jetzt 9? Wir müssten 9 sein, oder? Ist natürlich mächtig, Leute. Geil. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Das macht echt Spaß. Umso mehr Leute wir sind, umso sicherer sind wir. Wir müssen aber an unserer Taktik arbeiten. Die Schwächsten müssen in der Mitte laufen irgendwie. Wenn uns so eine Rexherde angreift, dann dürfen wir nicht in Panik verfallen. Das ist immer schwer. Und wir dürfen uns nicht gegenseitig tot machen. Also ich finde ja, die sollten das so machen, wenn man in der Gruppe ist, dass man sich gegenseitig keinen Schaden zufügen kann. Weil im Eifer des Gefechtes, ich habe den Knotenkot so oft getötet, also oder verletzt, das ist schon nicht mehr feierlich. So. Okay, ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ach, so muss ich einfach... muss so weiterlaufen. Ah, ich muss schon wieder über die Berge laufen, das hasse ich eigentlich. Jurassic World Proc EU. Ja, kommst du auch rauf? Das wäre cool, dann sind wir noch mehr Leute. Dann sind wir ja nachher schon 10. Slash, Abend. Nee, Major, ich lade dich ein. Ich lade dich ein, sonst kommst du nicht. Alter, wir sind so viele. Nee, du bist schon drin. Major bist schon drin. Lex fehlt noch. Hier, guck mal, Lex. Lexovi. So. Zählt mal bitte durch, wie viele wir schon sind. Erleben Sie immer weiter. Genau. Jo, ich hab dich auch schon eingeladen. Zählt mal bitte einer durch, wie viele wir jetzt schon sind. Du kommst demnächst erst. Das klingt falsch. Aber ist okay, ich muss mich kurz aufladen. So, jetzt wird's auch gleich wieder hell. Boah, die haben sogar jetzt so eine komischen Wolken eingefügt hier, ne? Hübsch. Sitzen 20 Rexe um mich rum. Kann auch weiter gucken jetzt, finde ich. Gut, ein bisschen Tarnung haben wir wenigstens. Captain Marcel ist dein Freund. Ach so, cool. Cool, cool. Wir sind 8. Sind wir nicht mehr? Oh Gott, Shadow. Ich sag einfach Shadow, ja? Shadow, Shadow. Was, glaube ich. Dann frag. Hat eine Petze. Nee, wieso asozial? Kann doch jeder machen, wie er möchte, oder? Was hat denn das mit den Followern zu tun? Finde ich blödsinnig. Donation Goal ist einfach nur dafür da, ich erkläre das einfach nochmal kurz. Wenn mich die Leute fragen, was ich mir wünsche, dann stelle ich das einfach rein. Das ist, hat ja noch etliche Tage, die es läuft. Und wenn ich so einfach Donations bekomme, dann packe ich lieber ein Goal rein, damit die Leute sehen, dass es für was benutzt wird einfach. So. Dann kannst du gerne gehen. Zwingt dich ja keiner zu gucken. Ich habe auch schon kleinere Leute gesehen, die einen PC für 1.500 € drin haben oder so. Das ist einfach nur, damit die Donations gesammelt werden und dass die Leute sehen, dass ich mir davon auch was kaufe. Das meiste Geld stecke ich sowieso in den Stream rein, das ganze Equipment und so. Aber ist egal, ich brauche mich da jetzt auch nicht rechtfertigen. Wie gesagt, dann kannst du gehen. Ach, du kennst mich einfach nicht. Da brauchst du doch sowas nicht behaupten. Du kennst mich nicht. Exovi, ich hab dir doch eine Einladung geschickt. So. Zack. Anchi, bitte. Mach's gut. Tschüss. Er kommt sowieso wieder. Ist nicht schlimm, Leute. Ist einfach, lasst sie quatschen. Es ist alles okay. Jeder hat seine Meinung. Alles ist okay. Wie gesagt, ich habe es ihm erklärt und der Rest ist egal. 8 sind wir jetzt im Moment. Okay. Das ist gut. Man muss doch nichts zahlen, ja eben. Das ist das Ding, man muss es nicht bezahlen. Aber ist jetzt auch egal, alles gut. Alles gut, alles gut. So, ich hoffe, ihr seid noch am Loch. Ich komme hin, ich komme hin. Ich muss mich erstmal kurz ausruhen. Die Stamina geht echt schnell runter. Und ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Ich müsste gleich da sein. So lange kann es nicht mehr dauern. Ich hoffe, ich sehe eure Namen gleich. Proc EU war das, genau. Ein süßer Dryo, das ist gut. Wir beschützen dich auch. So, ist noch einer dazugekommen jetzt? Ne, passt. Doch, wir sind ganz klein. So, weiter geht's. Jurassic World Proc EU, genau. Seid ihr noch alle da? Klein, aber fein, genau. Anchi, jetzt ist doch alles egal, wie gesagt. Wer mich nicht kennt, ist jetzt auch völlig Banane. Oh, ich hoffe, das Wasser reicht noch, bis ich da angekommen bin. Genau. Du sagst es. Jetzt werden, ich weiß, ich frage die Leute. Nee, frag ruhig, kein Problem. Immer fragen. Einfach. Warte mal, warte mal. Wer sind die Macher von The Isle? Ein Streamer namens Dondi. Guck dir einfach mal einen Stream an oder such das mal, google das mal. Unter meinen Videos findest du das auch immer, den Link zur offiziellen Seite. Das sind so ein paar, ich würde sagen, Jugendliche. Sind die jugendlich? Ah, ich sehe euch, ich sehe euch. Die programmieren das Ganze hier, aber Dondi ist nicht wirklich sympathisch. Der Assi-Dondi. Nee. Ich sowas sagen hier, Mensch. Er kann doch nichts dafür. Bleibt mal bitte da stehen. Damit ich den Namen sehe hier. Jetzt bin ich schon wieder... Ja, ich komme. Hashtag Dondi-Liebe, genau. Dondi der Engel. Ich komme! Das Pferd kommt, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Ich muss noch über den Hügel rüber, oder? Oh, scheiße. Er ist unsympathisch, aber ich vertraue ihm irgendwie. Ja. Er macht seine Arbeit, ne? Ich meine, er kriegt auch manchmal dämliche Fragen in den Chat gedrückt, wo ich dann auch denke, okay, Mensch mit einer niederen Toleranzschwelle dreht dann durch. Leute, ihr müsst... Wo ist das Wasserloch? Wo ist das Wasserloch? Ich muss zum Wasser. Yeah. Ich brauche Wasser. Ohne ihn wäre das Spiel nicht da, ja eben. Und Saurian zum Beispiel hat ja 3 Jahre Entwicklungszeit im Voraus. Das finde ich schon recht interessant. Aber wie gesagt, Saurian will mehr auf Realismus gehen. Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Oh, ihr solltet beim Wasser warten. Ich brauche das Wasser, ich brauche das Wasser. Achso, das ist in die Richtung runter, genau. Chris ist am Wasser. Dondi ist wie er ist und er ist gut so. Ja eben, deshalb ja. Das ist kein Problem. Aber es ist auch recht amüsant, so ein Stream von ihm. Ja. Aber wir sind gut ausgerüstet hier wieder, muss ich sagen. Ist wie Eil ein... Achso. Nee, da sitzen ein paar Leute dran. Ich weiß gar nicht, wie viele da dran programmieren. Keine Ahnung. Aber ein paar Leute sitzen da schon dran. Oh, trinken. Trinken! So, jetzt muss ich was essen hier. Galli, 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 Galli. Das Monster von Loch Ness, ja, auf jeden Fall. Das ist auch... Bist die Größte jetzt hier, ne, oder? Guck mal, wie groß die ist. Krass. So, weit fehlt jetzt eigentlich noch hier alles. Ich werde mich mal kurz ausruhen. Diesmal bei zu vielen großen Fleischfressern fliehen oder kämpfen. Ich weiß es nicht. Wir sind viele. Wir sind echt viele. Fehlt noch jemand? Sind wir alle drin? Guckst mit deinem Hals aus dem Wasser, ja genau. So. Also mit mir sind wir 9 jetzt. 9, das ist okay. Das ist okay. Aber wenn der Rex dabei ist, ist auch egal, ob wir kämpfen. Das ist, stimmt, Lexovi, genau, wir warten noch auf dich. Plus 100, plus 250, da kannst du gerne hinkommen. Du fehlst, genau, dann komm mal schnell her, wir warten noch auf dich hier. Bitte. Nee, das Game hat nur Multiplayer, hat kein Singleplayer. Aber ich glaube, Saurian, was Anfang 2017 rauskommt, das hat einen Singleplayer, oder? Das ist mehr auf Singleplayer gedacht. Glaube ich zumindest. Es ist möglich, einen Server für 2 Leute zu machen, der privat ist. Weißt du, ich habe auch schon mal versucht, einen zu hosten, aber den konnte man nicht finden. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert mit dem Hosten hier. Leben der Staubwedel, ja stimmt, das ist mir so putzig. Du bist die Mama hier, die Big Mama. Was war das eben? Wer war das? Big Mama. So, jetzt wird's gleich wieder hell. Das ist gut. Lexovi, gib Gas. Brühe unterwegs. Bryo. Bryo ist auch gut. Der Bruder von einem Dryo ist der Bryo. Rex ist doch langweilig. Nee, ist eigentlich ganz cool. Bis an der Spitze der Nahrungskette. Aber da erstmal hinzukommen, finde ich ja sehr krass. Big Mamas Haus, ja. So. Wie weit, wo bist du jetzt, Lexobi? Wie weit bist du entfernt? Big Mama Truthahn. Schrei nochmal, das hört sich ja krass an, das Vieh. Oder was du. Nee, das war jetzt hier der Maya, ne? Der Mayasaurus. Ist das Maya? Ja, ist Maya. Ich bin das Pferd. Das Pferd. Ich glaube, die. Warte mal. Das war das. Bei 300, 200, dann bist du ja gleich da. Also plus 100, plus 250. Kuri, grüß dich, hallo. Servus. Big Mama, Dino Love, Dinos, genau. So, und wenn wir dann alle vollständig sind, ich muss mal schnell was essen, dann können wir losziehen in die weite Welt. Auf einen schnellen Tod. So. Die ganzen Bäume hier weggefressen? Was soll das? Ich muss auch was essen hier. Der Sound ist Hammer. Ja, die Dino-Sounds finde ich recht geil, muss ich sagen. Haben sie gut hingekriegt auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du den Utah Raptor mal anhörst. Der ist krass. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, so zu 90% Jurassic Park. Da kommen echt Erinnerungen hoch. Das ist richtig geil. So. Auch noch ein Baum. Ess den Baum! Oh, guckt euch mal diesen Wenderadius an. Ist das krass. Jurassic World Proc EU spielen wir. Da kannst du dich dann gerne anschließen hier. Sehr schön. Da kommt jetzt gleich noch einer dazu. Dann sind wir ja schon 10 nachher. Geil. Das ist schon eine große Herde, Leute. Das ist schon echt eine große Herde. Wir machen Pflanzenfresser. Also für alle, die jetzt neu dazukommen wollen. Wo ist denn der Rest von euch? Sind die alle weg? Achso, die sitzen bestimmt. Ich gehe mal schnell hin. Kennst du The Stomping Land noch? Ja, das kenne ich noch. Es ist aber nie so... Ich hatte mal damals überlegt, das mir zu kaufen, aber es hat mich nie so geflasht irgendwie. Das sah auch beschissen aus, glaube ich. Das war auch Unreal Engine, oder? Wo ist denn der Rest? Da ist der Rest. So, wo wollen wir? Wir sammeln uns mal hier auf der Freifläche irgendwo. Oder wir sammeln uns unten am Wasser einfach. Bisschen am Wasser. Dann können wir alle nochmal was trinken, nochmal Pipi machen. Am besten in den See rein oder so. Schön, 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 schön. So, Cory, wie heißt du im Spiel, wenn du dabei bist? Müsst immer den Namen sagen, damit ich euch einladen kann. Jurassic World Proc EU. Ja, das ist richtig, genau. So, ich warte nochmal, bis der nächste reinkommt. Damit ich dich gleich einladen kann. Am großen See gammeln die Rechse rum. Ja, dann gehen wir nicht zum großen See, Leute. Dann gehen wir nicht zum großen See. Ich würde sagen, wir können nochmal zur Menschenbasis laufen, oder? Gucken, was da abgeht. Ah, die Leute noch, das Stomping Land. Haben die Leute abgezockt. Das Game ist schon lange tot. Gibt's das noch? Gibt's das echt noch? Kann man das noch spielen? Cory, da bist du, genau. So, ich lade dich ein mit F1 annehmen. Gehen wir doch zum kleinen Doppler, der gleich hier ist. Oder so, einer von euch muss mal die Führung übernehmen, damit ich ein bisschen auf den Chat achten kann. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit in die Koordinaten gucken. Wir warten jetzt aber nochmal, bis Cory reinkommt. Wir haben den Chantu, ja, richtig geil. Wir sind richtig viele. Aber wir müssen ja, wir müssen es ja nicht provozieren, ne? Wir wollen ja heute ein bisschen was schaffen. So, ich will ja Richtung Ankylo. Wie viel brauche ich für den Ankylo? 60, ne? Ich brauche 60 Punkte. Das könnten wir im Stream... Das schaffen wir, Leute. Wenn wir nicht draufgehen, schaffe ich das. Dann bin ich Ankylo noch. Ich bin froh, dass du es nicht gekauft hast. Das Spiel ist tot, ja. Du hast nichts bekommen. Pass auf, ich lade dich nochmal ein, drückst F1. Hier, ich schicke ein paar raus. Zack, 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 zack. F1 drücken. Achso, das Game ist richtig tot. Das kann man auch nicht mehr spielen, oder was? Das klingt so nach Kanis in der Nähe. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass wir bereits wieder gejagt werden hier. Also darauf müsst ihr euch einstellen, ne? Dass wir gesniped werden. Kann geistiger Nachfolger werden. Achso. Also wie gesagt, es kann sein, dass wir immer noch gesniped werden, ne? Dass wir bereits hier gejagt werden. Das kann passieren. Sag deinen Namen. Durch die Tastatur. Hast du jetzt, bist du jetzt drin? Bist du drin? Bist du immer noch nicht drin? Also die Einladungen müssen ankommen bei dir. Also mehr als drücken kann ich nicht. Ich kann nicht mehr als drücken. Drück F1, komm rein. So, also Lagebesprechung. Wo wollen wir jetzt hingehen? Schlagt was vor. Einer von euch muss Führung übernehmen. Am besten Chris oder so. Ich glaube, der ist beim letzten Mal auch vorgerannt. Nee, du kannst mich nicht einladen. Dann gehe ich in deine Gruppe rein. Das, nee, ich krieg nichts. Passiert nichts. Wir sind Pflanzenfresser. Wir sind alle Pflanzenfresser. Ist die Gruppe voll? Kann man nicht mehr Leute einladen? Du bist für die Base. Die Base mit Wasser, ne? Also wie gesagt, mich kann kein anderer einladen, sonst gehe ich aus der Gruppe hier raus und bin beim anderen drin. Ich muss dich einladen. Also wollen wir zur Base mit dem kleinen See? Und uns da erstmal niederlassen? Versuchen wir mal. Müssen wir einstimmig jetzt hier... Ach so, ja! Cory, du musst Pflanzenfresser sein. Stimmt, du bist bestimmt Fleischfresser, ne? Ah, das geht nicht. Das geht leider nicht. Bist du schon weit? Bist du schon sehr weit? Sonst bring dich mal fix um oder so. Also wenn du noch Dryo bist, dann töte dich. Oder mach Progression. Du musst mich töten. Was bist du denn? Wenn du Dryo bist, kannst du auch einfach Progression machen. Dann kannst du den nächsten wählen. Dann gehst du auf die Heavy-Seite. Gut, dann gehen wir, wir gehen zur Base... Mit dem kleinen Wassersee. Mit dem kleinen Teich. Einer von euch muss vorrennen und wir folgen. Am besten der Langsamste geht vor. Und wir folgen ihm einfach. Ihr habt alle die Koordinaten von der Base. Das ist wichtig. So, wir passen jetzt auf, dass niemand zurückbleibt. Wenn, dann auch stehen bleiben. Es darf niemand zurückbleiben. Achso, keine Links, genau. Mein Nightbot ist asozial. Der ist asozial. Alle zusammenbleiben. Wir müssen alle zusammen... Wartet kurz. Sammeln, sammeln. Wir dürfen uns alle nicht verlieren hier. Wir sind schon wieder alle viel zu weit auseinander. So sind wir angreifbar. Hier, da fehlen noch Leute. Immer kurz Zwischenstopp machen. Zwischenstopp und sammeln. Weil nur in der Gruppe sind wir stark. Und nicht so viel schreien. Nicht so viel rumschreien. Sonst weiß man immer gleich, dass wir kommen. Hier, Major, ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ich denke, wir machen ab und zu mal Zwischenstopp, dass... Oh, ich muss essen. Ich muss essen. Dass wir uns kurz alle sammeln können, damit wir nicht so weit auseinander rennen hier. Er möchte mit seinem Futter spazieren gehen, ja. Nein, ich muss auch essen. Jetzt holzen wir aber hier so einen Wald ab, oder? Ah, der arme Nightbot. So, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wir warten kurz, wir warten kurz. Bleibt stehen, bleibt alle stehen. Bis die Sonne aufgeht, weil wenn wir jetzt irgendwo hinfallen, ist scheiße. So, Sonne geht auf. Gerade wenn es so richtig dunkel ist und man dann irgendwo hinfällt, ist doof. Ach, schön. Schön, es wird hell. Du verwechselst immer die Tasten. Ja, passiert. Passiert, ist nicht schlimm. Aber wie gesagt, wir müssen uns ja nicht unnötig ankündigen. Und das Gestampfe hört man ja auch schon, aber... So, wer... Guck mal, hier sind wir alle. Schön. Cory, du sagst Bescheid. Wenn du drin bist, wenn du Pflanzenfresser bist, lade ich dich ein. Die Erde bebt, sie kommen. Ja. Du bist Grafikdesigner. Cool. Dann schick mir das auf Facebook. Schick mir einfach Sachen, die du gemacht hast oder so, einfach auf Facebook. Auf meiner Seite. Besuch doch mal Martin auf YouTube. So, okay. Der, wem folgen wir jetzt eigentlich hier? Major, genau. Das ist doch, Leute, das ist doch wie in alten Zeiten. Ich finde das richtig geil, dass wir so schön viele Leute sind. Finde ich richtig geil. Ich glaube, mach mal Ausrufezeichen Facebook. Dann hast du den, gleich den Link. Dann kannst du mir solche Sachen einfach schicken dann. Ich gucke mir das auch an. Ich habe die Bilder noch nicht auf meiner Seite. Nein, ich kriege aber fleißig Bilder. Ich habe schon ein paar. Ich sammle die jetzt alle in dem Ordner. Und wenn ich genug habe, dann mache ich eine Galerie. Eine User-Galerie auf. Also immer fleißig schicken. Ich habe die alle auf eine Festplatte gesichert. Der Night Crusader ist zum Beispiel ganz fleißig. Der schickt mir laufend Bilder. Und auch der Raphael und das ist schon, ich krieg schon schöne viele Bilder. Am Strand kann man das sagen. Am Strand? Los Leute, warten, 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 bis der Rest kommt. Ja, danke, danke, danke. Vielen Dank. Wie gesagt, Facebook-Seite ist immer wichtig, wenn ich Sachen ankündige und so. Das ist einfach wichtig, dass ihr da auf dem Laufenden bleibt. Es sind so viele Grafikdesigner hier, das ist ja geil. Grafikdesign wollte ich mal studieren tatsächlich. Ich wollte es echt mal studieren, aber ich bin dann Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung geworden. Also einfach ein schlichter Programmierer. Ja. Ich hoffe, die hauen das Wasser. Da unten ist ein Teich? Da ist ein See? Muss einer trinken? Muss einer trinken von euch? Wir können einen Zwischenstopp machen hier. Habe ich diese... Das Wasserloch habe ich auch letztes Mal gefunden. Wir gehen erstmal alle zum Wasser, schnell was auftanken hier. Das ist nämlich auch so ein gechillter See hier. Ist nun auf der Facebook-Seite. Ja, schick mir sowas immer als private Nachricht am besten. Oder lad's da hoch oder was weiß ich. Aber sonst immer am besten als private Nachricht schicken. Das wäre ganz cool. Aber Grafikdesigner stelle ich mir cool, also stelle ich mir interessant vor, auf jeden Fall. Immer den Major hinterher. Gut. Lebuchsbaum, wer ist das? Also wie gesagt, wenn ihr Einladungen kriegt hier, nicht annehmen. Bloß nicht annehmen. Außer jemand schreibt hier in den Chat rein. Guck mal, Cory ist immer noch nicht drin. Okay. Du bist da mal weg, in 5 Stunden geht's für dich wieder los. Ja, kein Problem. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Nicht fressen lassen, ja. Kannst du den Rest ja auf YouTube dann angucken. Ach, guck mal, das sieht aus, wenn du einen Feuerschwanz hast, Simona. Das sieht richtig, so ein Flammenmuster hinten drauf, ne? So ein Hot Rod oder sowas. Ist ja geil. Das ist ein richtiger Hot Rod. Ich versuche heute den Ankylo zu schaffen. Wie viele Punkte brauchen wir für den Ankylo? Es waren 60, ne? Waren tatsächlich 60. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich darf bloß nicht sterben. Verteidigt mich mit eurem Leben. Verteidigt den Kaiser. So, wer rennt jetzt überhaupt vor hier? Major. Du, ich guck mir das nachher an. Ich antworte dir nachher auch noch. Jetzt im Stream gucke ich mir das nicht an. Ich mach's aber nachher, versprochen. Also ich antworte immer. Immer! Auch auf YouTube. Ich antworte immer auf jedes Kommentar. Das macht auch so gut wie keiner, oder? Aber ich bin ja asozial, Leute. Ich bin asozial, ich beute euch aus. Waren das nicht 120? Nein, hör auf, das waren 60. Das waren keine 120, oder? Ich weiß es nicht. Wie viele braucht der Ankylo? Ich glaube 60, ne? Mach keinen Scheiß hier mit 120. Hast einen gefunden, der dich killt. Das ist gut. Das ist schön. Nein, nicht 120, bitte nicht. Guck mal, wie die Köpfe aussehen. Wieso? Welche Köpfe? Toller Martin. Genau, ich bin toll. Ich preise mich einfach selbst. Das ist geil. Wir holzen einfach den ganzen Wald ab. Lädst du ihn ein, ja? Mal gucken, ob das jetzt klappt hier. Sonst kann ich ihn auch einladen. Mal gucken, ob er jetzt reinkommt hier. Kaiser Martin, ja. Gut, Curry ist drin. Sehr schön. Nein, nein, Kaiser ist zu wenig, Leute. Komm, wir wollen Imperator, okay? Imperator ist gut. Ave Martin. Das ist geil. Ich werd mir mal so einen Ehrenkranz machen. Hier so einen Blätterkranz. Den setze ich mir nächstes Mal auf, glaube ich. Dann bin ich euer Cäsar. Ja. Wenn, dann übertreiben wir auch ein bisschen, oder? Und das wäre doch geil. Ich muss mir so ein Ding mal basteln oder so. Die Eil sieht einfach toll aus. Ja, das hat sich gemacht. Das sah mal eine ganze Zeit lang beschissen aus. Aber freu dich drauf, die Unreal Engine hat noch mehr Power. Also es wird noch aufgebohrt, denke ich. Aber so von den Dino-Modellen, das gefällt mir eigentlich alles sehr gut. So, hast du die richtige Richtung, Major, eigentlich? Master of the Universe. Ja, noch besser. Ich habe die Macht. Wie bei der Macht von Grayskull, ne? Gibt's noch Höheres? Ja, natürlich. Preiset mich. Ich will eure Länder rein. So, Leute, passt auf jetzt hier. Passt auf, ich habe hier ganz böse Erfahrungen. Ich bin hier Meter gestürzt und war tot. Passt auf. Passt einfach auf. Ne, ich würde hier nicht springen. Ich würde hier nicht, springen, nicht sprinten. Ich würde hier ganz gemütlich runterlaufen. King of the Hell. Wo ist denn der Major eigentlich? Da. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Todgeweihten grüßen dich. Oh, ich bin schon wieder gehüpft. Habt ihr gesehen? Ich bin schon wieder ganz leicht gehüpft. Meister von Raum, Zeit und allem. Ja, ja, das gefällt mir. Schmeichelt mir, Leute, schmeichelt mir. King of Heaven. Das sieht echt geil aus. Ich meine, Simona, deine Tarnung ist gleich 0. Aber du siehst fesch aus, ne? So ein, ja, so ein Hot Rod, genau. Ich weiß nicht, ob ich Hot Rod schon gesagt habe, aber so ein Hot Rod. Doch, ich habe das schon gesagt. Ich bin alt, Verzeihung. Wir sagen dir gleich die Koordinaten. Oder schreibt mal einer die Koordinaten, wo wir gerade hinlaufen. Wo ist denn jetzt hier der Master hier? Da. Master weiß, wo es lang geht. Ich hätte gern Dino als Haustier. Ja, wer nicht? Wer nicht? Ich glaube, ich hätte jeder von uns gerne, oder? Ist das richtig? Ja, ja, passt. Gut. Hat jetzt eigentlich jeder von euch sich die Karte von meiner Seite geholt? Die Performance ist ein Traum. Wie meinst du das? Gut oder schlecht? Ich finde es gerade echt spielbar. Also Vial hat schon schlechtere Zeiten gehabt. Raptor im Westen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt uns ein Raptor hier angreifen sollte. So, sammeln, sammeln, sammeln. Hier darf niemand zurückbleiben, denn der, der zurückbleibt, ist das schwächste Glied und wird gerissen. Hier, der Maya ist, glaube ich... Guck mal, da kommt Lex. Wartet, Leute, wartet. Wir lassen niemanden zurück. Wir müssen ein bisschen geschlossener laufen. Die Schwächsten werden als erstes gerissen. Ja, so ein DX-Racer-Stuhl, weil das Ding ist, mein Bruder hat sich auch so ein Teil geholt. Die sind teuer, die sind wirklich sehr teuer. Aber ich sitze ja nun auch die ganze Zeit drauf und mein Stuhl mittlerweile fängt an, mich zu vergewaltigen. Ich kaufe mir meistens zweimal im Jahr einen Stuhl. Und dann ist die Sitzfläche wieder durch. Da habe ich mir gedacht, okay, dann kaufe ich mir was Richtiges, wo ich eine Weile drauf sitzen kann. So. Superb. So, und wie gesagt, damit habe ich ja versucht vorhin zu erklären. Ich kriege ja so oder so ab und an Donations. Und damit ihr seht, dass das nicht sinnlos einfach versoffen wird oder keine Ahnung was, sondern ich kaufe mir einfach dafür was, wo es einen Sinn hat. Ne? Dass man auch sieht, man kann... Es gibt ja auch Wishlists und keine Ahnung was. Aber damit ihr seht, ich habe eine Freude damit. Ganz einfach. Und ihr müsst ja nicht spenden. Das ist ja kein Zwang. Fahrdienstleiter haben Stühle, die knapp 3.000 €. Ja, ja, es ist einfach so. Und ich wollte mir einfach mal was Richtiges kaufen. Und es ist einfach nur, damit oben was drin steht. Ich kann auch Kuchen, Kondome, Liebe, Frauen, irgendwas reinkloppen da. Es ist ja egal. Es ist ja einfach nur eine Unterstützung. Und habe ich jemals wegen Geld rumgeheult? Habe ich jemals gebettelt? Glaube nicht. Das ist mal eine geile Herde, auf jeden Fall. Ah, die sitzen länger drin, die sitzen länger drin. Aber wie gesagt, ich habe... Der Stuhl sieht noch gut aus, die Lehne ist noch richtig geil. Aber die Schrauben, die drehen sich so in Richtung... Nicht schön. Ja, ja, ist ja recht, Paco. Ihr vertraut mir, das ist gut. Das ist euer Fehler. Ja, ich rechtfertige mich schon wieder, ne? Ja, eigentlich ist egal. Kostet nur 300 €. Nee, da gibt's welche. Ich bin ziemlich groß. Und ich habe geguckt, die Stühle, ich habe mir auch welche angeguckt für 300 € bei der X-Racer. Und den ich brauche, weil ich über 1,80 groß bin, Brauche ich einen größeren Stuhl. Irgendwie stand das da in der Beschreibung drin, dass ich tatsächlich so einen großen Stuhl brauche. Weil das sonst mit den Füßen irgendwie nicht hinkommt oder so. Keine Ahnung. Hallo Herndal, grüß dich. Bist voll Sellout-Stream. Ja, ja, schlimm, ne? Ach Herndal, hast du nicht noch ein bisschen Geld für mich? So 100.000? Ist das übertrieben, Leute? 100? 100k? Nee, ne? Ich würde mir gerne einen Porsche kaufen. Ah, das nächste Donation Goal. Lamborghini, Ferrari, was wollen wir reinmachen? Oder einfach nur eine Mille. Ein Haus? Ich find Porsche. Porsche ist okay, ne? Porsche passt. Herndal, du alter Sack, du kannst mal wieder mitspielen hier. Wir sind gerade eine richtig große Gruppe. 100k ist doch nichts. Ah. Ich wollte nicht unverschämt werden, Alter. Wo ist jetzt der Major eigentlich hin? Ach, da. Porsche ist schon okay fürs Erste. R8, stimmt. R8 ist geil, ja. Ist auch nicht ganz so teuer, oder? Doch, ist Audi, ne? Ja, der König fordert eure Steuern, Gesindel. Das ist geil. Sehr geil. Hat sich einer das Bein gebrochen gerade? Bleibt zusammen, bleibt mal alle zusammen jetzt hier ein bisschen. Nicht gleich, denn die private Insel. Was? Ach so, ach, die private Insel. Nein, wir wollen langsam anfangen. Die Insel kommt zum Schluss näher. Bei 500 Followern, dann will ich eine Insel haben. R8 ist billiger. Als der 911. Ja, eben. Das ist doch cool. Sieht aber cooler aus, finde ich. Achso, Herndal, deine Windows 10 Lizenz ist noch unterwegs. Wie gesagt, kann ich ihn dir schon schicken. Ich glaube, du kannst Windows 10, ich glaube, 30 Tage ohne benutzen. Du kannst es ganz normal benutzen. Wenn ich die Lizenz habe, kann ich das bei dir auch ganz einfach dann über TeamViewer eintippeln. Wie gesagt, die Lizenz, die ich gekauft hatte, die war nicht gültig und ich soll Ersatz bekommen. Soll wohl schon unterwegs sein. Gucken. Größenwahnsinnig. Sportlicher, ja genau. Also wie gesagt, ich kann ihn losschicken. Ich kann ihn losschicken. Dann kannst du erstmal so arbeiten damit. Oder dir ist es egal und du sagst, du wartest, bis ich das hier aktiviert habe. Du bist seit über einer Stunde dabei. Ja, das ist cool. Wie? Läufst du hier mit? Nee. P1 GTR. Ja. Du bist im Stream dabei, Herndal. Oder meinst du jetzt, du spielst hier mit uns mit? Herndal ist der Voyeur, der stille Beobachter. Er schweigt und genießt. Aber wie gesagt, Herndal, dein Rechner war ja auch erst für Oktober angesetzt, ne? Wir sind sehr gut in der Zeit. Wie gesagt, er ist fertig. Er ist absolut fertig und kann versendet werden. Nur mit der scheiß Lizenz. Das kotzt mich an. Das erste Mal Windows 10 installiert und dann so eine Kacke gleich wieder, weißt? Letzte Mal Windows 8.1 genommen, jetzt keine Probleme gehabt. Du brauchst den 1. Oktober, ja gut, dann ist egal. Wie gesagt, er steht hier gut gekühlt rum und freut sich. Die 1080 ist so geil! Die ist so geil! Ich will die auch haben. GTX 1080 i5. Ja, ich denke, du kannst es spielen. Doch. Auf Medium, nicht auf Ultra, aber du kannst es auf Medium mitspielen. Achso, Anschi, der PC von Emma ist auch angekommen und funktioniert. Und was war? Emma hat den CPU-Lüfter rausgezogen. Beim Entfernen der Folie. Gott sei Dank habe ich mit ihr telefoniert und wir haben das Problem schnell gelöst gekriegt. Also nicht nur Sera hat es geschafft, sondern Emma hat es auch geschafft, den Lüfter rauszuziehen. Aber ich bin ja dann immer direkt am Telefon dabei und habe ihr geholfen und hat alles funktioniert. Das ist schön. 8 GB RAM. Die RAM hat 2. Ja, es sollte reichen. Es sollte reichen. Ich denke mal, auf Medium kannst du spielen. Doch, auf Medium ist möglich. Verliert euch schon wieder alle aus den Augen hier. Geschlossener laufen, Leute. Geschlossener. Bolle Buchsbaum, grüß dich. Hallo, du bist auch neu, oder? Du bist gerade ein Schweig und wollte zur Gruppe aufschließen. Albino Rex vorbei und... Ah, scheiße. Und Schweig hätten wir jetzt gebrauchen können. Schweig hätten wir echt gebrauchen können hier. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wollen wir kurz Rast machen, Leute? Und läuft Daisy bei ihr? Läuft es jetzt flüssig? Es müsste jetzt auf Ultra super flüssig laufen. Ich hoffe, sie ist glücklich. Sie hat mir jetzt nicht mehr geschrieben. Ich hoffe, sie ist jetzt glücklich. Glücklich! Meine Special Gamer PCs hier, die das Haus verlassen. Ich telefoniere sogar mit den Kunden und helfe ihnen. Ich helfe ihnen. Ich schreibe mit ihnen. Ich mache alles. So asozial bin ich. Bis Neujahr hast du von der Woche erst mein Let's Play angesehen und mir prompt das Spiel gekauft. Cool, auf jeden Fall, sehr geil. So, Major, weißt du noch, wo es lang geht eigentlich? Oder bist du out of order? Ah, du hast ja die richtigen Koordinaten gesagt, ne? Also passt das doch dann einfach. Weil ich brauche langsam, brauchen wir, glaube ich, Wasser. Aber wir sind fast da, ne? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Major führt uns hin. Bleibt zusammen! Nicht, haut nicht ab, Leute. Was ist los? So, die wollen essen, oder? Dürfen jetzt nicht auseinandergehen hier. Ich denke schon, dass sie heavy ist. Sie ist noch in Daisy unterwegs. Und es läuft super, das ist gut, das freut mich. Wenn das alles funktioniert, dann freue ich mich. Weil jeden Rechner, den ich zusammenbaue, das sind immer so meine Kinder, die das Haus verlassen. Das sind echt meine Kinder. So viel Mühe gebe ich mir. Und ich kümmere mich auch die ganze Zeit noch drum. Wenn irgendwelche Probleme sind, man kann mich anschreiben, ich antworte, ich telefoniere gleich, ich versuche das Problem sofort zu lösen. Also wie gesagt, das sind alles meine Kinder. Weil bei mir steht der persönliche Kontakt im Vordergrund. Schreibt nochmal bitte, schreibt nochmal einer die Koordinaten rein, bitte. Wohin geht ihr denn? Du musst aber Pflanzenfresser. Mach den Pflanzenfresser, damit du in die Gruppe kannst. Das war ein Geräusch. Ich will eine 1080. Was ist jetzt hier los? Wo ist der Rest hier? Ach, da. Wie gesagt, alle die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo willst du? Oh Gott, wo führt er uns hin hier? Schreibt nochmal einer bitte die Koordinaten, wo wir jetzt hinwollen, in den Chat rein. Da unten, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Noch nicht hinrennen, Leute, noch nicht hinrennen. Erstmal beobachten. Haben wir schnelle Leute hier? Ein Galimi muss bitte mal runterrennen. Der Rest bleibt hier oben. Der Rest bleibt hier oben. Ein Galli mal runterrennen und gucken, ob die Luft rein ist. Den schnellsten runter. Der Rest bleibt oben sitzen. Falls wir da unten Besuch haben. Dann brauchen wir nicht runterrennen. Wer traut sich? Ein Galli mal runter und gucken. Lex, gehst du gucken? Genau. Einer bleibt stehen, damit Lex uns wiederfindet. Und warte, warte kurz, es wird hell, es wird hell. Einer checkt mal die Lage unten. Wenn die Luft rein ist, kommen wir alle runter. Weil dann rennen wir nicht alle ins Unglück, weil der Galli kann auf jeden Fall abhauen. Er ist unser Mann, genau. Alter, ist das dunkel schon wieder. Update mal dein Game. Wieso? Gab es gerade einen Patch? Achso, es kam gerade ein Patch. Ne, wir machen das jetzt nicht. Wenn der Server abkackt, dann updaten wir alle. Aber ansonsten gehe ich jetzt nicht raus hier. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Wir bleiben jetzt hier drin. Der Server hat auch noch nicht geupdatet. Wenn der Server jetzt crasht, Dann macht dann ein Update. Dann machen wir alle ein Update. Aber jetzt, solange, wie gesagt, wenn wir jetzt ein Update machen, der Server noch nicht geupdatet hat, oh Gott, dann kommen wir nicht mehr ins Spiel. Deshalb. So, lass mal gucken. Ich bin gespannt. Alter, sind wir viele. Sind wir viele. Ist das geil. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Scheint sauber zu sein da unten. Major, warte! So, wer will jetzt hier noch mit ins Spiel? Wer ist noch da? Wen haben wir vergessen? Noch keinen. Kommt Lex jetzt zurück oder schreibt sie einfach in den Chat? Wenn sauber ist, kommen wir runter. Sieht so aus, als wenn da jetzt nichts ist, oder? Schreib einfach mal in den Chat, ob sauber ist, dann kommen wir runter. Aber ich schätze, das ist okay. Oder sie kommt zurück. Oder er, Entschuldigung. So, jetzt bin ich gespannt. Ist sauber? Die Mona will ein Bild machen, na dann mal alle hinsetzen. Oder? Ist sauber? Antworte? Alles gut. Okay, dann gehen wir alle runter jetzt. Dann können wir unten ein Bild machen. Können wir unten so ein schönes Gruppenbild machen, vor dem Hangar oder so. Ist sauber. Schön. Da gibt's noch nicht beim großen See rausgekommen. Da wartet eine Herde Kanis. Auweia. Ja, wir übernehmen jetzt hier die Basis. Die gehört jetzt uns. Das ist jetzt unsere Basis. Danke für die tolle Zeitreisen. Ja, wunderbare Jahre. Ja! Jetzt machen wir erstmal den Wald hier nieder. Aber wie gesagt, geht alle vorsichtig runter hier. Sag ich, und ich sprinte schon wieder runter. Oh Mann. Was war das gerade? Das war irgendwas Größeres, oder? Keine Links, tut mir leid. An den Baum nicht fressen. Ich hoffe, da ist jetzt wirklich keiner. It's a trap. Aber wir brauchen alle Wasser dringend. So, mit. Ah, da sieht man die Links trotzdem. Alles klar, okay. Oh, Wasser. Wasser. So, lasst uns mal alle hier irgendwie hinsetzen, hier vor dem Teil oder so. Weiß ich nicht, damit Simona ein Bild machen kann. Habe ich hier den Baum im Bild? Nein, ich wollte nicht schreien. Was mache ich denn? So, Home Sweet Home hier. Kannst du mir auch mal was zutrauen? Nein, mache ich doch. Alles gut. Alles gut. Ich bin nur gezeichnet. Hast du gut gemacht. Machst zu Menschen-Update einen großen, langen Video, bitte. Ne. Ja, muss ich gucken. Ja, ja, ich werde auf jeden Fall werde ich die Menschen vorstellen. Ich denke mal, die kann man gleich dann zeigen. Mache ich auf jeden Fall. Alles, was neu kommt, mache ich Videos zu. So, wer wollte jetzt hier ein Bild machen? Das sieht aber cool aus. Ja, jetzt sitzen wir hier alle. Alter, so viele waren wir schon lange nicht mehr. Das ist geil. Hier gibt's doch keine Werbung, ja. Hallo, hallo. Also wie viele Punkte brauche ich jetzt für den Ankylono? 61 habe ich schon, Leute. Ich habe schon 61. Aber ich will heute auch nicht mehr das hier verlassen, weil wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Du lädst es dann auf Facebook hoch. Ja, das ist cool, auf jeden Fall. Das ist geil. Oh, guck mal, ich, Anton. Hallo, ich bin eine Ente. Guckt euch mal an, wie detailliert das ist. Ist das nicht geil? Oh, guck mal ran. Alter. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ich finde das cool. Warte mal, warte mal. Jetzt schrei noch mal, ich will dir mal ins Maul gucken. Jetzt kommt erstmal der Delay. So, gib Gas. Los, Ente. Oh, sogar Zähne drin, geil. Was haben wir denn noch hier alles? Muss ich das ja auch mal von unten angucken, oder? Ich glaube, der Diabloceratops hat sogar eine Öffnung. Der hat sogar eine anale Öffnung. Aber am geilsten ist immer noch der olle Vogel hier. Der Galli, meine ich. Dum, dum, dum. Jetzt hauen sie alle ab. So, wir wollten noch dazukommen. Einer fehlt doch noch hier. Der ist noch auf dem Weg. Der Kuri. Der Kuri muss jetzt noch kommen, eigentlich. Wo ist der Kuri? Dinobiologie mit Martin. Ja, genau. Ist der Kuri schon hier? Nee, ne? Der ist noch gar nicht hier. Hat gar nicht wehgetan. Was boxt ihr euch hier schon alle gegenseitig? Du kannst den Mund sehr weit öffnen. Ach, Simona, Mensch. Hier sind noch jüngere Zuschauer. Bei dir dauert es noch ewig. Gib Gas, wir warten hier. Ja, lauf einfach. Du weißt ja, wo du hin musst jetzt. Das geht schnell, das geht schnell. 10 Minuten bist du hier. 5 Minuten sogar. Die Koordinaten hast du aber noch, ja? Wartet mal, bleibt mal da unten. Euer Kaiser muss natürlich auf den Thron. So, jetzt spreche ich von hier oben zu euch. Meine lieben Dinosaurier, wollt ihr den totalen Krieg? Ah, ah, ah! Preiset mich! Preiset mich! Ja! Ah. Gar nicht auffällig. Alter, gar nicht auffällig hier. Ah. Na, minus... Warte mal. Ja, minus 512 musst du eher laufen. Ungefähr. Ich progresse zum Ende des Streams. Hier, die rechte Hand des Teufels ist auch da. Oh, ich habe nur so einen dämlichen... Aber wenn ich jetzt wüsste, wie viel der Ankylo jetzt wirklich braucht. Ihr wart euch ja auch alle nicht so sicher, oder? Ich bin dein Ritter. Genau, das sind die Koordinaten, Kuri. Da kommst du am besten hin. Es ist wirklich ganz sicher 120, scheiße. Ich wollte ihn heute noch haben. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ich bin auf einem guten Weg. Kann ihn haben, wenn ich das möchte. Hm, hast nachgeschaut, okay. Okay, dann ist es jetzt sicher. Also, wenn ich heute nicht drauf gehe, dann im nächsten Stream. Wenn wir dann nicht drauf gehen, können wir ihn haben. Ich hoffe, unsere Gruppe bleibt so in der Größe und ich würde auch sagen, wir bleiben jetzt hier in der Nähe erstmal. Warten jetzt auf den Curry und dann können wir uns hier auch verabschieden quasi. Ich denke, ich werde heute mal pünktlich Feierabend machen. Also 20 Minuten noch, warten wir auf den Curry und dann machen wir hier Feierabend. Da haben wir auf jeden Fall eine geile Ausgangsbasis. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen ab. Ich muss was essen. Vorsichtig runtergehen. Ich muss nur was essen. Ich muss nur was essen. Das Essen geht so furchtbar schnell runter, Leute. Brauchst was zu trinken? Ja, hier ist genug. Komm her, hier ist genug zum Trinken. Was war das? Was war das denn eben? Wer hat da eben geschrien? Du warst das? Ja, ein krasser Schrei. Meine Güte. Ach, guck mal, die Lampen sind sogar an hier oben. Geil. Aber die leuchten irgendwie nicht. Also, die leuchten schon, aber die leuchten das Gebiet nicht aus. Finde ich die irgendwie ziemlich sinnlos. Wäre cool, wenn die das Gebiet noch so... Wenn hier so eine Flutlichter stehen würden. Das wäre geil. Das war Ziege Simona. Ach so. So, das warst du. Ich hab einen Schreck gekriegt. Was ist das denn für ein Viech? Hier ist irgendwas Böses unterwegs. Kommen wir jetzt alle rauf hier auf unsere Plattform. Die Plattform könnten wir gut verteidigen, oder? Die Fleischfresser müssen dann auf jeden Fall über die Rampe kommen. Das macht wieder richtig Laune ab, ich liebe. Ja! La Familia! Dino Familia hier. Das ist echt cool, dass wir so viele sind heute. Beim nächsten Mal müssen wir noch mehr sein. Wir werden ja immer größer. Von jedem Stream werden wir immer größer. Irgendwann sind wir dann hier so 20, 30 Mann, die hier rumlaufen. Das wäre geil. Dann haben die aber nichts mehr zu lachen nachher. Das sieht aus wie eine Leiche. Achso, ihr schreibt hier noch in den Chat gleichzeitig rein. Alles klar. So, jetzt wird es erstmal dunkel. Cory, wo bist du jetzt ungefähr? 20, 30 Mann, dann roden wir den Wald innerhalb von 3 Minuten ab. Ja, auf jeden Fall. Ab Oktober bist du auch dabei. Siehst du, da haben wir wieder einen, der noch mitspielt. Das ist cool, auf jeden Fall. Kriegst nachher mal ein Dino-Liebe-Bild. Das ist schön. Dino-Liebe ist immer gut. Wie gesagt, hatte ich ja überlegt, ob ich mal einfach... Nein, ich bin zu klein. Ich darf kein Merch machen. Ich darf kein Merch machen. Ich bin zu klein, Leute. Ich wollte das mal selber kreieren. So eine Dino-Liebe-Shirts. So Hashtag Dino-Liebe und dann... Ich kann ja sehr gut zeichnen. Wollte ich die bumsende Dinos quasi malen und da dann Shirts einfach raushauen. Wo ich natürlich an so einem Shirt verdiene ich 500 Euro. Ja? Für euch kostet das dann 8000 oder so. Keine Ahnung. Das sind ja Unsummen, die ich dadurch verdiene. Unsummen, Leute. Das würde ich dann einfach... Ich würde auch gar keinen Shop aufmachen. Ich würde das einfach, glaube ich, der eins haben will, weil ich bin ja selbstständig im PC- und Werbebereich und ich habe eine Druckerei an der Hand. So. Dann würde ich die Shirts dann einfach auf Bedarf, wer eins haben will. Aber ich bin noch nicht so weit, Leute. Ich muss erstmal eins entwerfen. Dann würde ich das Entworfene, würde ich auf Facebook einfach zeigen. Und wer dann Bock hat, schreibt einfach eine PM, ob er so ein Shirt haben will. Und dann ist gut. Weil nächstes Jahr auf Gamescom bin ich auf jeden Fall. Und da werde ich dann mit Dino-Liebe rumlaufen. Und es wäre cool, wenn wir dann auch eine größere Herde werden. Wenn dann Leute das Shirt tragen. Es ist einfach nur so als lustiges Ding. Ich glaube, so ein Shirt kostet doch gar nicht viel, ne? 15 Euro? 12 Euro? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die werden handbedruckt sogar. Was ist nun los mit Simona hier? Ach, Simona hat Caps gemacht. Spamming Simona, ja. Tut mir leid, keine Caps. Ich muss den entschärfen, ich vergesse es jedes Mal. Pullover wäre auch cool. Na, ich muss, wie gesagt, wenn ich Zeit finde, entwerfe ich mal einfach so ein Logo. Und dann kann man das raufdrucken lassen, wo man will quasi. Also ich mache das dann nur auf Bestellung. 80 Leben. Hurri, gib Gas, du hast hier alles. Du hast hier Pflanzen, du hast hier Wasser. Gib Gas, wir warten auf dich. Aber wie gesagt, wir müssen erst warten, bis ich 5000 Follower habe. Ach nee, Moment, die habe ich ja schon auf YouTube. Also darf ich Merch machen, siehst du. Cool. Oder macht man erst ab 10.000? Ich weiß nicht. Nee, Merch ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Es ist ja kein Merch. Es steht ja nicht mein Kanal und nichts drauf. Das ist einfach nur Hashtag Dino-Liebe. Ohne Werbung für mich zu machen. Also es ist kein Merch, ne? Hm. Na los, Simona. Oh, Simona kann's weit öffnen. Nein, ich darf so nicht denken jetzt hier. Wir haben jüngere Zuschauer, ich darf so nicht denken. Ich muss schon wieder essen. Guck mal die Krallen an. Gott. Ah, ich muss wieder runter zum Essen, glaube ich. Ich warte aber erst bis hell wird, dann gehe ich essen. Also Martin. Ja, Mensch, ich bin männlich. Es tut mir leid. Sleeves bedrucken. Eigentlich kann meine Druckerei, mein Typi kann eigentlich so gut wie alles bedrucken. Der Pachi verliert echt schnell, ne? Das ist krass, ne, Leute? Es geht ja im Sekundentakt bald runter. Wie gesagt, muss ich erstmal was zeichnen, was Schönes. Ich denke, ich habe so gedacht, so wie gesagt, Hashtag Dino-Liebe und dann zwei bumsende Dinos im Comic-Stil vielleicht. So zwei T-Rex oder so, keine Ahnung. Oder ein T-Rex mit einem Trike oder so. Mal gucken. Also irgendwas so ein bisschen Comic-mäßig ist. Und wenn ich das fertig habe, dann lade ich das auf Facebook hoch und dann könnt ihr euch das angucken. Und dann könnten wir sowas wie eine Sammelbestellung machen oder keine Ahnung. Passt das eigentlich ganz gut. Sticker für deinen R8. Ja, natürlich. Ne, R8 kommt ja erst noch. Nach dem Stuhl kommt der R8. Ich glaube, den hau ich wirklich rein. Ich glaube, das mache ich. Ich hau oben R8 rein. Vielleicht gibt es da irgendeinen, der spendet mir einen R8. Brauche ich zwar nicht, aber pff, ist egal. Einfach haben. Doch, du bist tot, Okuri, dann komm neu rein. Vielleicht bist du in der Nähe hier. Ich hau bei den nächsten Goals, hau ich mal richtig auf die Kacke, okay? Ah, das verschreckt gleich neue Viewer, ne? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber ich liebe Sarkasmus, Leute. Ich liebe Sarkasmus. Deine Krallen sind böse, ja? Die musst du echt mal wieder schneiden. Ich komme dorthin... Wenn ihr off seid, das bringt nichts. Ja, komm doch einfach, wir sind jetzt eh hier, Cory. Lauf los, wir sind eh hier. Wir rennen jetzt eh hier die Gegend, in der Gegend rum. Du bist mal mit einem R8 mitgefahren. Ich bin mal mit einem Lamborghini, Diablo SV mitgefahren. Das war geil. Aber R8 bin ich noch nicht gefahren. Also Lamborghini, der Diablo SV war bis jetzt das schnellste, wo ich mitgefahren bin. Das ist natürlich sehr geil. Wie gesagt, Cory, ganz entspannt, einfach ganz entspannt losmarschieren. Ich muss erstmal was essen. Wir chillen jetzt hier sowieso noch ab. Weil ich bin nur noch 10 Minuten, ja, bestimmt ein bisschen länger noch, on und das lohnt sich nicht mehr. Ich muss zu weit raus. Wir haben echt den ganzen Wald hier abgefressen, Leute. Deshalb wird die Performance auch immer besser. Ich muss so weit laufen. M4. M4 ist auch geil, ja. Aber ich brauche ein bisschen was Größeres. M5. M4 ist zu klein. Aber der ist geil. Ich weiß, welchen du meinst. Der ist schon geil. So ein M5 kriegst du, also einen älteren, sag ich mal, ein E60 M5, kriegst du auch schon für unter 20.000. Ich glaube 15.000, aber die kannst du im Unterhalt nicht blasen, die fressen so viel. Aber sonst schönes Auto. Ein V10 ist das sogar, ne? Aber vom Klang her sind Mercedes V8, auch die alten, sind immer noch vom Klang her das Beste, was es gibt. Richtig geiler Sound. Also da hat Mercedes, der Mercedes V8 ist richtig geil. Also die Maschinen, die ich fahre, hat 8000 PS. Was fährst du? Was fährst du nochmal? Was machst du nochmal beruflich? 8000, boah. Gibt auch V8. Den M4 jetzt meinst du oder was? Als V8. Ja, 450 oder 445 oder sowas, ne? Das waren immer die V8-Maschinen. Und die M-Variante ist meistens dann... Ich weiß nicht. Wer ist das hier? Wer ist das? Melde dich an. Wer ist das? Ist noch irgendeiner, der nicht in der Gruppe ist? Ist das einer von euch? Ich will hier keine Spione haben. Ach, ist das Cory? Cory, bist du das? Aber Cory ist nicht mehr drin. Ich lade dich nochmal ein. Annehmen, bitte. Wer... ist das jetzt hier? Ist das einer von uns jetzt oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Nicht umbringen, nicht umbringen, aber ich will wissen, wer das ist. Nicht töten. Wir sind so eine Arschlöcher, sind wir nicht. Nicht töten. Ja, wer ist denn das? Hä? Nicht töten, nicht töten. Wir sind freundlich, Leute. Wir sind freundlich. Er nimmt nicht an. Wer ist denn das? Ja, Cory, nimm mal an jetzt bitte. Achso, du bist drin. Bin der Dryo, der Buchsbaum. Achso, bist du drin hier? Wie heißt du denn im Spiel hier? Ach, hier, Le Buchsbaum. Lade dich mal ein, damit du hier... Das ist Buchsbaum. Alles klar, dann nimm mal bitte an, Buchsbaum. Damit du dazugehörst, damit wir nicht... Weil Fremde sind immer so ein bisschen... Wir haben Angst. Steh mal auf, ich will gucken, ob du angenommen hast. Der olle Buchsbaum. Hat er jetzt angenommen oder nicht? Wo ist er? Ja, ich bin's. Ja, dann nimm an, bitte. Dann nimm an. Steh mal auf, ob du angenommen hast. Also ich guck mal gleich selber. Dann ist gut. Ja, bist drin. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar, er hat angenommen. Okay, gehört zu uns. Aber wir sind ja misstrauisch gegenüber Fremden. Du hast Delay in solchen Situationen. Ja! Triebfahrzeugführer und fährt Loks mit. Ah, cool! Cool! Das ist sehr geil. Finde ich cool. Das klingt mega interessant. Also richtig Lokführer oder was? Ich finde immer krass, was so Lokführer so alles durchmachen müssen, weil wenn du das schon lange machst, wirst du ja auch schon mal erlebt haben, dass sich da einer vor die Bahn schmeißt, ne? Das finde ich immer, boah, sehr krass. Habe ich meinen höchsten Respekt vor, also. Dass man das denn so ertragen kann. Und man kann ja auch nichts mehr machen, man kann nicht bremsen, nichts. Du bist Fahrdienstleiterin. Oh, na, da haben sich ja zwei gefunden dann. Ist dir noch nicht passiert? Hast du Glück gehabt. Weil ich kenne persönlich jemanden, dem ist das schon öfter passiert. Da lagen auch schon Kühlschränke und alles auf den Schienen und leider auch Menschen, ne? Und das steckt man nicht so einfach weg. Das ist schon hart, glaube ich. Der Beruf wird allgemein unterschätzt. Hackfleisch. Wieso Hackfleisch? Und so lang, sind wir jetzt... Es fehlt nur noch Curry hier, ne? Curry, jetzt sag ich Curry. Curry fehlt. Guck mal, der Wald ist weg. Guck mal, wie lichte das hier alles ist. Der ganze Wald ist weg hier. Geil. Und den ganzen Wald abgeknatscht hier. Wie viele können danach nie wieder fahren, ja. Ja, auf jeden Fall. Da wachsen sogar Blumen im Wasser. Schön, 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 schön. Le Buchsbaum, das ist ein geiler Name. Irgendwie ist Buchsbaum ein cooler Name. Olle Buchsbaum, das ist cool. Warte mal, Buchsbaum. Die unendliche Geschichte. Der hieß doch auch Buchsbaum. Wie hieß der mit Vornamen? Daniel? Nee. Da. Ah, aber hier ist auch Buchsbaum, ne? Ich komme nicht auf seinen Vornamen. Jetzt sehen wir jeden Räuber, ja, weil der Wald weg ist. Ah, wie hieß der? Ich komme gerade nicht drauf. Helft mir mal, Leute. Unendliche Geschichte. Hab ich auch... Ah, das waren tolle Filme. Waren das nicht tolle Filme, Leute? Der zweite Teil mit den... Ich muss mir das echt mal wieder... Fuchur, weiß ich noch. Fuchur. Und dann gab es diese komischen Monsterviecher da und diese Hand und... Ich komme echt nicht. Ich komme nicht auf den Namen. Oh, das wäre ein Film für meine Tochter, glaube ich. Oder war das zu creepy? Mit dem Steinbeißer und so? Ich weiß es nicht. Ich muss gucken, Leute. Ich muss das googeln. Ich will das jetzt wissen. So, ja, ich weiß, ich bin noch im Stream. Ich hätte eigentlich einen Bonsai kaufen. Buchsbaum gekauft. Ach, Buchsbaum ist cool. Muss jetzt wissen, wie der heißt. Tut mir leid. So. Muss mir das echt mal wieder reinziehen. Die unendliche Geschichte. Wartet. Bastian Bux. Nicht Buchsbaum, Bastian Bux. Genau, so hieß der. Geil. Jetzt weiß ich's. War die Buchsbaum. Wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich schon? 84, Leute. 84. Also im nächsten Stream schaffen wir es auf jeden Fall. Das nennt man Rodung im höchsten Niveau, ja. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie schnell die Bäume eigentlich wieder nachwachsen. Warte mal, ich will mal in Simona rein. Das klingt falsch, aber ich will kurz gucken, ob das funktioniert. Ah, guck mal, sie wedelt schon mit dem Schwanz. Komme ich da? Komme ich gar nicht rein. Alter, der Pachi hat einen Wenderadius, Leute. Das ist ja unnatürlich. So. Jetzt bin ich drin. Ich bin in Simona drin! Schrei, Simona! Ich bin komplett drin verschwunden, Leute. Geil. Die sieht nicht glücklich aus, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder gefällt es dir? Ich kann das so nicht erkennen. So kann sie mich schützen. Aber dich von Staub befreit. Ja. Flupp. Frisch geölt kommt... Nein, nein. Okay. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Was kommt? Da hinten kommt was. Da hinten kommt was. Aufstellung. T-Rex. T-Rex kommt. Stellung, Leute. Stellung. Das sind die Stream-Sniper. Die haben uns gefunden. Alle herkommen, alle sammeln hier auf dem Hauptplatz. Sammeln, sammeln, sammeln. Chris, komm her, alle herkommen. Wir haben uns gefunden. Schützt den Kaiser! Die Stärksten nach vorne, die Stärksten nach vorne. Das ist ein Medium-Rex. Das ist ein kleiner. Die Schwächsten nach hinten. Oh, Ankylo, geil! Wir greifen nicht an. Wir gehen nicht drauf ein. Die Schwächsten in die Mitte, bitte. Wir haben den Zaun hier hinter uns. Da sind wir sicher von hinten. Oh, ich will den richtig drehen irgendwie. Nicht, Simona, nicht angreifen. Nicht alleine angreifen. Wir müssen jetzt hier zusammenbleiben. Die wollen uns doch auseinanderreißen jetzt, glaube ich. Ein Rex rennt. Wollte nur mal besuchen, naja. Der wird jetzt bestimmt Bescheid geben, dass wir hier alle sind. Aber wie gesagt, die Stärksten müssen uns beschützen jetzt. Action, Leute, Action. Die haben uns ausfindig gemacht jetzt hier. Wir brauchen einen guten Ort zum Kämpfen. Wisst ihr was? Eigentlich müsste die Dings hier geil sein. Wenn wir kämpfen, jetzt kommt der Delay natürlich, ist das hier doch gut. Wir haben nur zwei Eingänge. Und da müssen die sich durchquetschen. Leute, wenn wir hier Action haben, rennen die Kleinen hier rein. Und die Großen brauchen nur die Eingänge beschützen. Ist das okay? Hallo Systemfehler. Ach, das bist du. Ach so, okay. Also habt ihr gehört, wenn Action ist, rennen wir hier rein. Und die Großen beschützen die Eingänge und die Kleinen gehen in die Container rein. Dann sind wir alle ziemlich safe hier. Weil diese Halle können wir halten. Diese Halle können wir echt gut verteidigen. Die müssen hier durch. Die müssen hier durch. Hier passen keine 2 Mann durch. Vorne passen 2 Mann durch. Aber die Halle ist echt safe. Die ist gut. Nee, das ist Systemfehler. Okay. Dann bin ich ja beruhigt. Aber wir können die Halle echt gut als... Oh Gott, ich muss essen. Als Verteidigung nutzen hier. Mir muss essen, mir muss essen. Der Kaiser muss essen. Cory, wo bleibst du? Ja, wie gesagt, du warst Rex. Das wusste keiner, dass du das bist. Das ist uns hier zu gefährlich. Nicht alle auseinanderrennen jetzt wieder. Was ist hier los jetzt? Nur zum Essen raus. Du bist gleich da. Super, dann haben wir dich auch hier. Ich hänge in deinem Schwanz fest. Oh Gott, klingt das doof. Also wie gesagt, bei Gefahr rennen wir alle in die Halle rein. Ist zwar doof, weil wir nicht mehr fliehen können, aber wir können die Halle besser verteidigen. Weil die müssen durch die Türen durch. Jo, dann bist du wirklich gleich da, cool. Wir haben 1 Uhr. Ja, einen Augenblick mal. Ich warte noch, bis Cory hier ist. Und dann machen wir Schicht im Schacht. So, den esse ich noch. Dann sind wir am Dienstag eine richtig große Gruppe. Ihr könnt ja zwischendurch... Ich würde euch bitten, dass ihr privat hier nicht weiterspielt. Ihr könnt hier evaluieren, aber dass ihr immer wieder herkommt. Ich will am Dienstag wieder eine große Gruppe hier sein. Das würde mich echt sehr freuen. Das ist unsere Basis jetzt einfach hier. Der Ankylo ist cool. Wenn wir davon dann 2 haben, ist richtig geil. Oh, der Rex ist da, der Rex ist da. Aber das ist ja Systemfehler. Nicht angreifen, den Rex, der gehört zu uns. Nicht angreifen, nicht angreifen. Der gehört zu uns. Das ist erschreckend, wir haben Angst vor dir. Aber wir haben Rex hier, aber du musst essen, das ist das Problem. So, wer war das jetzt? Vor Nike, danke für dein Follow, willkommen. Ja, wir warten noch auf Cory. Cory muss auch gleich da sein. Und dann können wir alle rausgehen. Aber Systemfehler, nicht angreifen. Nicht angreifen, bitte. Hm? Du bist ja friedlich, hoffentlich. Hallo. Hallo. Du musst bis adult nicht mehr essen. Das ist gut. Da können wir dich gut gebrauchen in der Gruppe. Aber du kannst... Ah, das Problem ist, wir können dich nicht einladen. Steck dich beim Ausloggen in meinem Schwanz. Nein. Das mache ich nicht. Für einen tollen Dinoabend. Natürlich, das ist immer so bei uns hier. Beim Kaiser und dem gemeinen Pöbel. Das ist immer recht lustig hier. Aber wirst du merken, wenn du ja selber mitspielst. Immer total gechillt und entspannt. Und ein bisschen asozial. Das klingt komisch, ja? Ein bisschen. Wird das jetzt eigentlich... Jetzt wird es gerade richtig dunkel, ne? Bleibt alle zusammen, bleibt alle zusammen. Schützt den Kaiser! Du meldest dich einfach immer. Ja, melde dich bitte vorher. Das ist wichtig, weil wir wissen nicht, ob du uns angreifst oder ob du Freund bist, ne? Das ist... Wenn hier so ein T-Rex auf uns zukommt, dann... Du musst aber lange vorher in den Chat schreiben, dass du kommst. Das ist wichtig. Wenn du hier auftauchst und dann erst schreibst, dann kann sein, dass du angegriffen wirst. Schreien sie alle rum hier. Wartet. Ja, das neue Rex-Modell, ne? Das ist doch von Jurassic Park, auf jeden Fall. So, die Utah Raptoren sind auch die aus Jurassic Park. Warum haben die Dinos keine Nachtsichtvisiere? Ja, das wäre es ja noch. Das wäre geil, ne? Das war gefährlich, Systemfehler. Also, wir hätten dich auch angreifen können. Nachtsicht kommt bald. Meint ihr? Ich glaube nicht. Ich sehe Cory. Gut, dann kann der herkommen und dann können wir ausloggen. Dann sind wir fertig für heute. Und haben eine schöne, große, geile Gruppe hier. Also wenn wir nicht gefährlich sind, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kommen 3 Rexe und machen uns tot. Sicher. Natürlich. Aber hier der Keulenschwinger, wenn ich dann auch noch Ankylo bin, dann können wir auf jeden Fall Beine brechen. Dann haben wir 2 davon. Dann haben wir große Tanks. Schnelle Läufer, die als Speer... Aber das passt schon. Wir können echt gut arbeiten. Ja, genau. Ich logge dann als erstes aus. Damit mich hier keiner tötet, während ich auslocke. Deshalb stehe ich auch so ein bisschen hier hinterm Zaun. Da kommt Cory. Wir haben 30 User im Livestream. Ja, das schwankt immer die ganze Zeit, ne? Aber man merkt, dass Ferien sind, man merkt, dass keine Ferien mehr sind. So rum. Wir hatten auch mal in den Ferien-Streams hatten wir auch mal 40. 40 Leute, ist cool. Ich finde 30 Leute für meine Größe ist okay. Bin ich voll zufrieden mit. Ist super. Und so viele, die hier mitspielen, finde ich noch geiler. So, Cory ist da. Perfekt. Oh Gott. Dann locke ich mich jetzt aus. Ich locke mich jetzt aus und hoffe, dass wir uns hier dann alle wiedersehen. Aber wir können noch weiter schnacken. Es dauert noch einen Augenblick. Ich will einen Safe-Lockout machen. So. Martin, der Zaunkönig. Schlaf gut, Slash. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt wieder eine VI-Folge auf YouTube. Ja. Werde dich in der nächsten Zeit nur auf YouTube anschauen können. Wünsche dir alles Gute. Jedenfalls weiter. Ja, kein Problem. Und nochmal danke. Nochmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jeder so wie er kann. Gar kein Problem. Kein Problem. Ich zwing ja keinen. So, ich logge mich erstmal aus hier. Dann bin ich hier erstmal raus. Ich bin gesaved, Leute. Ich bin gesaved. Wir haben echt die Möglichkeit, zum Ankylo zu kommen. So. Und bupp. Yay! War mega geiler Stream. Auch wenn wir ein bisschen Stress am Anfang hatten, aber was soll's. Das wird, denke ich mal, auch immer öfter passieren, sowas. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen, oder was? Ich glaube, ich brauche nachher noch ein paar mehr Mods. Anchi wird nachher, das wird nachher immer schwieriger für Anchi, glaube ich. Aber ich muss sagen, ja, eigentlich der Großteil meiner Community, eigentlich alle. Es ist super, es ist super. Bei anderen Leuten lese ich viel mehr Beleidigungen und so. Wir sind schon echt eine große Familie geworden, finde ich cool. Siehst aber heute jung aus. Ich habe mich rasiert, deshalb sehe ich jung aus. Und das macht der Hut. Und irgendwie geht es mir heute richtig gut. Ich habe mich auf den Stream gefreut, ich war richtig motiviert heute. Ich habe richtig Bock gehabt. Ja, es gibt natürlich auch mehr Tage, wo man nicht so Lust hat, aber Show must go on, man zieht das dann trotzdem durch. Aber heute hat einfach alles gepasst. Obwohl es richtig heiß ist, aber schön. Es war einfach alles richtig schön heute. Genau, wir werden ja auch immer größer hier. Okay, so. Jetzt gehen die Leute weg. Das passt. Nächstes Mal machen wir die 400 voll. Ja. Yeah. Mal gucken. So, ich muss mal das Spiel quitten hier. Oh, das war. Hä? Ist jetzt irgendwas? Hallo, bin ich noch da? Und irgendwie stimmt hier gerade was mit dem Chat nicht. Ich streame noch, oder? Ja doch, passt. Schreibt mal bitte einer was. Ich kann das nicht mehr lesen, was im Chat. Ich bin deconnected vom Chat. Ich muss das mal hier auf groß machen. So, jetzt kann ich das direkt hier lesen. Okay. Genau, es war auf jeden Fall richtig geil. Richtig geiler Abend. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich allen eine gute Nacht, ein schönes Wochenende, sauft nicht so viel und erholt euch gut und nochmal vielen Dank für die Donations. Es kann ruhig mehr sein, Leute. Es ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Ja. Das war's. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.